Gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. Habe ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was habe ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh, ich war wach. Ich habe Kates Social-Media-Posts gelesen. Ach, diese Bitch. Okay, hass mich bitte nicht. Aber sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen, sie ist ein Roboter. Ja, recht toxisches Arbeitsverhältnis, oder? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Ist das Klo da im Schrank? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Spezi, du Wein. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Zwiebeln, Dumet. Lies mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Da werde ich aber nur so aber antworten. Ich, süß? Du findest mich süß, hm? Forschen wir das. Oh. Okay, Olli. Der Plan steht. Aber sowas von. Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. Bester Anmachspruch ever. Herpes Roulette. Wo ist er hin? Ob jetzt beide stuck sind gleich? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Oh yo, Mann, Alter, sie sind dermaßen stuck. Da kommt bestimmt gleich eine Gruselszene. Alles okay? Scheiße! Boah. Willst du mir Angst einjagen? Turbostaub, nein. Alter! Weil, klappt echt gut. Digga, da sind nur noch 4 Sprüher drin. Digga, das ist die schlimmste Hausstauballergie aller Zeiten. Und jeder, der Asthma hat, weiß, bist dass das sicher? So nicht funktioniert. Weil die Angst einzujagen so hat wohl nicht geholfen, oder? Das dauert ein bisschen. Nein, aber ernsthaft, ist nicht deine Schuld. Ich versuch so zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Ich will mir das einreden. Aber ist durch den Staub Spiegel und oder durch ein Bild? Ja, versuch's. Ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. And the lipstick gone forever. Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Musst du auf dein Histamin achten, Mann! Zack, und die Nase ist dicht. Oh, von wegen Asthmatiker. Das als Allergikerin, Schwung, ey. Schimmeliger, vollgeschwitzter Oh mein Gott. Ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Küssen. Küssen! Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Ich hasse es aber auch gerade ein bisschen. Dass du dich komisch fühlst. Digga, die haben die Tannine gar nicht atmen lassen. Cringe, Alter. Was? Nein, alles gut. Ich bin wirklich kein verschrecktes Reh. Charlie stellt mich nur immer so hin. Oh, ich weiß. Deswegen mache ich dich auch so an. Also würdest du lieber diesen Glibber trinken? Was war das denn? Neon! Jawohl! Neon! Hier sind auch zwei Flaps hier, die zwei What? Typen. Was Let's burn! Oh mein Gott, ich... Oh,
Du Bitch! Ich verarsch dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. We done it, Olli! Oh, sorry, sorry. Sorry, Leute, wir machen nur Spaß, ne? Also, kennst du den Clip mit dem, wo du diese eine, wo du das eine Dame hast, die sich irgendwie darüber aufregt, von wegen, warum Männer auf Lesben stehen? Nee. Und dann dieser Umschnitt? Irgendwie so, why do guys like lesbians so much? Und dann kommt so dieser Schnitt und dann ein so ein Typ, well, oh, one of those things I like a lot. Oh, another thing I like a lot. Das ist so gut. Nice. Ja, um diese Frage auch mal zu beantworten. That's it. Double the fun. Übrigens, im Pausemenü steht, entspann dich mit Jamie. Finde heraus, wer vor der Tür steht. Hier steht, entspann dich mit Aaron. Finde heraus, wer vor der Tür steht. Oh oh. Nun denn, finden wir heraus, Drei, wer vor der Tür zwei, steht. 3, 1. Wer steht vor der Tür? Wer ist das? Stimmt, Abfahrt ist gut. Oh, guck da. Anne hat gerade hier, BG Katja ist, was? Wir haben alles verpasst, glaube ich. Die Szenen waren gerade zu gut. Wir haben zu sehr auf den Kuss hingearbeitet. Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Ja. Ja. Wir haben nur was getrunken und über dich gelästert. Wie bitte? Naja, deswegen hast du doch gelauscht, oder? Um zu hören, ob wir über dich reden. Ich? War nur Spaß, Charlie. Mach Wie schockiert er war. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht. Und braucht eine beschissene Zigarette. Ja, Katja ist am Start. Was ist los? Was ist unangenehm? Nichts ist unangenehm. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen. Nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Okay, Olli, 3, 2, 1. Viel Glück bei der Zimmersuche. Oh Mann, ey. Maximal dumm kriegt ihr hier, aber sowas von. Was meint ihr, wie das abgehen würde, wenn da zwei Typen gewesen wären? Komm, na komm los. Was ist da los? Was ist da los? Der schmeißt sie jetzt vom Boot. Oh Leute, die verpissen sich. Die arbeiten für Igor. Die haben uns da rübergebracht. Das war der Vater mit der Tochter, ne? Und wir sind des Todes. Alter, hör mal auf, den Sockenscheiß zu trinken jetzt. Ekelhaft. Schimmelige Sockenscheiß. Da, durch den Spiegel. Alter, instant hinter den Spiegel gucken. Come on. Hey, man sieht doch an den Rändern vom Spiegel, dass der nachträglich verputzt ist so. Ach, das war jetzt aber der Fahrer vom Auto. Wow, ihre Füße hängen in der Luft. Ja, da war sie wieder, die Animatronik. Der Olli ist Charlie. Hey, alles mag. Ich hatte eine Idee für ein Intro-Segment. Willst du jetzt? Ja, wenn wir die Aufnahme jetzt eintöten, schreibt Charlie vielleicht nicht mehr alle meine Ideen um. Ja, okay, klar. Was? Nichts. Gib mir eine Sekunde und es geht los.
soll ich dir echt abkaufen, dass nichts dir im Kopf rumspukt? Ja. Und ist das Objektiv sauber? Okay, Olli. Ich bereite nur alles. Wirklich? Die beiden als nächstes. Immer mit Kleinigkeiten beschäftigt. Du meinst, sie bumst einfach. Wie wäre es mal, was zu riskieren und einfach... Unsere Aufgabe ist jetzt, wir müssen jetzt alle ins Bett kriegen, bevor sie tot sind. Du hast das Angebot abgelehnt hast, nur weil das länger mit dem Zug gedauert hätte. Der Job war nicht das Richtige. Die Zugsache hat's bestätigt. Ach komm, als ob. Du musst mir nicht glauben. Na los, drehen wir endlich. Nutzen wir das Tageslicht, dann können wir alleine drehen. War im Foyer ein Dachfenster? Weiß nicht mehr. Ich will nur ordentlich aussehen. Du siehst in jedem Licht gut aus. Keine Sorge. Willst du dich einschleimen? Ja. Ja. Funktioniert's? Vielleicht. Auch gut. Mark, warum lässt du alle denken, ich hätte Schluss gemacht? Oh, shit. Wenn Jamie die Wahrheit wüsste, würde sie Ruhe geben. Ich meine, alle nehmen das halt an. Ich weiß nicht, ob das nett oder egoistisch ist oder beides. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach komm, Arbeit. Das ist goldene Stunde. Arbeit, Arbeit. Wir finden ein gutes Plätzchen. Ich weiß nicht, warum ihr Kameranerds das so nennt. Es sind höchstens 15 Minuten. Ja und nein, wenn du den richtigen Reflektor... 15 Minuten. Ich bin höchstens. Übrigens in einem anderen Raum, ja. Bin ein anderer Typ. Los, lass uns gutes Licht suchen und anfangen. Ja, ja. Danke, dass du mitmachst. Du bittest mich nur darum, weil deine Arme zu kurz für Selfies sind. Meine Arme sind nicht kurz. Okay, die ich gerade ins Bett kriegen wollte miteinander, sind ein Ex. Wohin? Sind ein Ex-Paar. Auf dem Balkon sehe es gut aus. Suchen wir einen Weg nach oben. Ich habe ein Buch gefunden. Schleier der Unschuld. Wie ist die neue Wohnung? Das gelbe Kreuz. Gefällt sie dir? Tötet sie alle, Gott wird die Seine erkennen. Ist ein Ort für meine Sachen und zum Pennen. Befristeter Mietvertrag, so kann ich in Ruhe was Besseres suchen. Guck her. Das ist... kluger Plan. Du hast gesagt, zieh aus, also bin ich raus. Oh Gott, Olli, das mit der Kamera ist viel zu gut. Ist viel zu belohnend. Kennt jemand The Yellow Cross? Du schläfst auf der Couch im Studio, während du obsessiv nach der perfekten Wohnung mit der richtigen Wandfarbe in der Nähe einer Haltestelle suchst, oder? Vielleicht ist das ein weiteres Tabuthema für unsere Liste. Ist das schwer? Ja. Kann ich mich jetzt Du hast wohl recht. Hätte ich darin. Da morgen ja ausscheidet, ist es okay, wenn ich mein Zeug nächste Woche hole? Sie kommt mit. Oh nein, hier kann man ja alles öffnen. Hey, hier ist eine geheime Tür, Alter. Ich sehe genau, dass hier eine geheime Tür ist. Aber ich kann nichts machen. Falls uns Dumet hier erwischt. Ja, Gott, Alter! Scheiße. Das Was hat mich zu Tode zur Hölle? Ja, Dumet scheint mir ein Typ zu sein, der durchdreht, wenn man seine Regeln bricht. Ach, wie kommst du darauf? Weil er unsere Handys einkassiert hat wie bei Teenagern? Pflichtlektüre für Morello-Fans. Real Killers Magazine. Das war ja gerade derbe ungeil. Was passiert? Na, so eine scheiß Standuhr hat mich komplett genatzt gerade. Das weckt Erinnerungen. In der Schule habe ich lauter Zeug in meinen Tisch geritzt. Du Rebell. Ich schwöre dir eine Sache. Ich habe eine Visitenkarte gefunden von einem Architekten. Nee. Grantham Doppelmatt ist Architekt. Und ich schwöre dir, ich verwette, so wie die Wände hier aussehen, verwette ich meinen Arsch darauf, dass die Wände beweglich sind. Das ist bestimmt hier so Labyrinth des Grauens mäßig. Das verrückte Labyrinth, meine ich. Gott, Quicktime-Event hier, Alter. Geburten, Tode, Eheschließungen. Mr. und Mrs. Robert Hall aus Silver Spring geben die Geburt ihrer Tochter Marilyn am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Elaine und Stephen Wright aus North Park geben die Geburt ihres Sohnes Maurice am 10. Juni im White Oak Hospital bekannt. Im Namen ihrer Tochter Lucinda Mundy
geben die stolzen Großeltern George und Irene Mundy aus Silver Spring die Geburt ihres Enkels Hector bekannt, der am 11. Juni im White Oak Hospital geboren wurde. Das hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Leg's doch nicht da unten hin. Da lag's doch vorher nicht. Leg doch die Sachen dahin zurück, wo du sie her hast. Sieh dir die Tapete an. Und da redet jemand Englisch. Hier ist viel zu viel los. Die ist ja uralt. Verdammt, alles hier ist uralt. Ich dachte, das Haus wäre außen alt, aber innen renoviert. Ich habe die Bar gefunden. Matt will wohl hier bei mir ist richtig viel los. Das ist ja nicht einfach hier draußen. Ich bin ja auch ein Fan von Antiquitäten, aber irgendwann muss man es aufgeben. Geboren am 1. Januar 1956. Verfault doch alles. Fäulnis. Oh geil, ich habe eine Vision, wie ich verbrenne. Was? Seit wir hier sind, habe ich diesen komischen Geruch in der Nase. Jetzt, da. Der Schlüssel? Ich ging irgendwo mit dem Arm fest und bin verbrannt worden. Okay, was wird hier für Whisky getrunken? Das ist so ein Weg durch. Ist ein altes Haus. Tote Fische am Inselstrand, Tiere im Wald. Könnte alles sein. Was immer es ist, ist es mausetot.